Wir sind heute wegen wieder unterwegs. Es ist jetzt vormittags. Und ja, bevor es so warm wird, haben wir gesagt, drehen wir eine Runde mit dem Fahrrad. Genau, schauen uns ein wenig um. Wir sind jetzt rechts vom Campingplatz weitergefahren mit dem Fahrrad, bis der Weg aufhört. Ja, hier ist Schluss. Hier haben wir eine ganz schöne Badebucht. Ganz ruhig gelegen. Ne? Ja. Wir fahren oft kleine Boote zum Baden. Genau, die liegen hier an und dann verbringen sie hier Nachmittag und dann fahren sie mit dem Boot wieder weiter weg. Das ist traumhaft schön. Guckt es euch an. Ich denke, ihr werdet in dem Film jetzt für uns auch gar nicht so viel Gelaber hören, weil wir genießen einfach. Wir genießen die Landschaft. Ja. Unseren Urlaub genießen wir natürlich. Wenn wir schöne Ecken sehen, werden wir es filmen. Genau. Und wir euch dann zeigen. Wir nehmen euch da einfach da mit. Schaut es euch auch noch. Ja. Vielleicht versteht ihr, warum wir immer wieder an diesen Fleck zurückkommen. Ja, viel Spaß dabei. Bis dann. Ciao. Ciao. Kormoran. Hier sehen wir ganz auf dem Campingplatz, wie er dann schwimmen tut und tauchen tut. Genau, runtertaucht. Ganz lustig immer. Manchmal taucht er direkt vor dir auf, wenn du im Wasser bist. Ja. Und die Delfine sind auch oft in der Bucht. Das sind Delfinbärchen und wenn man abends so dort sitzt und man Glück hat, dann sieht man sie auch. Wir hatten die Woche auch das Glück, dass wir mal gesehen haben, zwar ein bisschen weiter draußen. Abendstimmung in Kress. Hier vor uns ist das Kloster. Oh,
Silicosaurus. Ja. Das sind die ganzen Ausflugsziele, was man damit machen kann. Piratenpicknick, die blaue Lagune, Delfine könnt ihr sehen. An den Strand fahren sie mit euch. Und hier ist das Schiff. Und der Captain, oder? No, der Captain. Schön, oder? Bin ich abgeschrieben. Oh, der widerspricht mir auch nicht. Nee, der ist ja noch ruhiger. Der ist ja noch ruhiger wie ich. Ja, sowas kein braucht Wort. Die Manu natürlich, ne? Kein Wort sagt der. Nee. Ja, jetzt trinken wir noch einen Absacker in Miramar. Sitzen wir abends ganz gerne. Ist direkt am Hafen hier. Kann ja alles beobachten, das Treiben ein bisschen. Und die Abendstimmung, die Lichter, das ist immer so faszinierend für mich. Also warte, ich drehe euch mal um, damit ihr es auch seht. Weil die Manu kennt ihr ja schon. Aber den Ausblick hier abends. Und so schön ruhig in der Nebensaison noch. Sagen wir Mitte Mai. Traumhaft schön. So, sind wir beim Weinhändler Miramar. Innen drin. Hier können wir uns Wein abfüllen lassen im Behälter, die wir selber mitbringen. Verschiedene Weine. Der Liter 20 Kuna. Rotwein, Weißwein, Rotwein. Verschiedene Sorten. Flaschenweine hat er auch. Beachtliche Auswahl. Das ist er. Wenn Männer arbeiten. Ja, voll im Stress. Oh,
fährt heute? Manu on the road. Manu on the road. Es ist Premiere, ne? Ja, man muss ja auch mal üben, ne? Den Amadeus fahre ich jetzt das erste Mal. Und das macht sie gut. Ja. Für mich auch gut. Für meinen Dank geht's. Alles unter Kontrolle. Ich fühle mich auch noch gut. Ist Gott sei Dank nicht viel Verkehr. Nee, ist genau richtig, um das mal auszuprobieren. Ist, ne? Das ist richtig, ja. Jetzt habe ich sie ins kalte Wasser geschubst und gesagt, ich mag nicht mehr fahren. Fährt er einfach runter? Ich sagte, du fährst jetzt. Ja. Plötzlich hatte ich Schweißausbrüche. Nein. Doch. Aber nee, ist gut. Muss ja auch mal fahren. Ja. Wollt ihr die ganze Zeit machen? Und jedes Mal wieder so, ach, nächstes Mal. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Dann hol ich schon recht. Dann muss sie jetzt durch. Aber sieht gut aus, oder? Was meint ihr? Hallo. Hi. So, ihr Lieben, wir melden uns. Wir sind auf der Rückfahrt aus einem wunderschönen Urlaub. 2,5 Wochen gehen zu Ende. Wir hatten ganz tolles Wetter. Okay, 2-3 Tage war ein wenig durchwachsen. Es hat auch mal gedonnert und geblitzt, aber nicht ganz so schlimm wie im Herbst. Hat man echt Glück. Die Adria war auch warm. Manchmal warm. Also immer ab und zu auch mal kalt. Aber am Schluss hat es 22 Grad gehabt. Ganz tolles Badewetter, wie gesagt. Es war ein schöner Urlaub, bloß leider macht es Piff und plötzlich bist du auf der Heimfahrt. Ja, ein bisschen betrübt sind wir da drüber schon, weil wir hätten auch noch ein bisschen länger bleiben können. Also ein bisschen hätten wir es schon noch ausgehalten, so ist ja nicht. Aber es war wunderschön, es war auch schön, dass wir viele Freunde wieder getroffen haben, Freunde, die wir schon jahrelang kennen. Und wir haben auch neue Leute kennengelernt und wir wollen jetzt einfach mal einen Gruß abgeben. Und zwar ganz besonders wollen wir Jutta und den ganz lieben Dieter grüßen. Seid gegrüßt, ihr zwei. Dann noch die Bärbel und den Willi. Auch euch ganz liebe Grüße. Und dann haben wir noch ein Ehepaar mit Tochter kennengelernt. Die standen neben uns. Die kannten uns auch schon aus YouTube. Wir sind angekommen. Oh, ich kenne mal doch. Wir waren aber mal zusammengesessen. Auch euch grüßen wir. Die Sabine, den Bernd und die Anni. Wir hoffen, dass wir euch wiedersehen. Spätestens nächstes Jahr, selbe Zeit, selber Ort. Und dann möchten wir noch grüßen, und zwar alle, die uns über Facebook, Instagram und Videokommentare verfolgt haben, die uns liebe Urlaubsgrüße oder sonstige Grüße oder Kommentare hinterlassen haben. Es hat uns echt gefreut. Wir haben die gern gelesen, wir haben sie auch wenn möglich beantwortet. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür. Wir grüßen auch alle, die wir aus unseren anderen Facebook-Gruppen wiedergesehen haben, neue davon kennengelernt haben. Auch euch liebe Grüße. Und jetzt sagen wir dann tschüss, bis demnächst, wenn wir wieder unterwegs sind. Wohin wissen wir noch nicht und wann wissen wir auch noch nicht. Aber wir nehmen euch mit, das ist versprochen. Also bis bald dann, macht's gut, bleibt's gesund und tschüss. Ciao, tschüss.